Berlin, Frühling 1933. Gemeinsam mit ihrem Patentanwalt Hans Heimann geht Otti Berger eine Patentanmeldung für Wandstoffe und Möbelstoffe aus zellophanartigem Bändchenmaterial an. Otti Berger, Berlin, Charlottenburg. Gewebestoff für Möbel, Wandbekleidung und dergleichen. Die Erfindung befasst sich mit der Lösung der Aufgabe, einen für Möbel, Wandbekleidungen und dergleichen geeigneten Stoff zu schaffen, der nicht nur äußerliche Vorzüge besitzt, sondern sich durch Festigkeit, Steifheit, Unempfindlichkeit gegen Staub und Schmutz, Abwaschbarkeit, Verbesserung der Akustik usw. So auszeichnet. Der neue Stoff verwendet künstliche Fadengebilde, wie sie zwar bereits für Stoffe Benutzung gefunden haben, jedoch nicht in gleicher Ausdehnung. Man hat nämlich bisher wohl für den Schuss, nicht aber auch für die Kette der Gewebe solche Gebilde benutzt. Berger legt dem Patentprüfer mehrere Muster vor. Das Reichspatentamt will aber kein Patent gewähren, verweist auf bereits existierende Patentschriften, die Bergers Erfindung vorwegnehmen. Berger und ihr Anwalt versuchen anders zu argumentieren, um das Patent doch noch zu erlangen. Sie betonen die besonderen akustischen und optischen Eigenschaften der Gewebe für Kinos und Flugzeuge. Wegen der dichten, dicken Beschaffenheit der Doppelgewebe würde der Stoff die Akustik in Räumen verbessern. Auch die optischen Eigenschaften, die sich aus dem glänzenden Material im Obergewebe ergeben, würden sich in bestimmten Räumen günstig auswirken. Außerdem nehmen Berger und ihr Anwalt neben zellophanartigen Bändchen noch ein weiteres Material für Wand- und Möbelstoffe in die neue Formulierung auf Bändchen aus den Fasern der Rami-Pflanze. Sie scheitern damit erneut vor dem Reichspatentamt. Die Erweiterungen der ursprünglichen Anmeldung seien unzulässig und müssten in eigenen, kostenpflichtigen Verfahren weiter behandelt werden. Diese Nachricht erhält Otti Berger im Oktober 1934. Noch im selben Monat meldet sie gemeinsam mit ihrem Anwalt Wandstoffe, Möbelstoffe und textile Bodenbeläge auf der Basis von Ramifasern zum Gebrauchsmusterschutz an. Zunächst reichen die beiden keine zusätzliche Patentanmeldung ein, was ein weitreichenderer Schutz der Erfindung gewesen wäre, aber auch schwieriger zu erlangen. Wahrscheinlich gehen Sie so vor, um noch Zeit für eine erfolgsversprechende Strategie zu gewinnen. Das Bändchenmaterial aus Rami-Fasern, mit dem Berger in diesen Stoffen arbeitet, läuft unter dem Handelsnamen Lame-Plume. In den Wandstoffen verwendet sie es in seinem ursprünglichen flach gepressten Zustand, in den Möbelstoffen, die auch als Wandbespannungen verwendet werden können, in gedrillter Form. Die gedrillten Bändchen testet sie auch in Bodenbelagsmaterialien. Anfang 1935 sind die Gewebe aus Plume als Gebrauchsmuster eingetragen. Bestellungen durch die Industrie bleiben aber aus. Dagegen verwendet Otti Bergers Lebenspartner, der Architekt und Städteplaner Ludwig Hilbersheimer, Viele Meter des Wandstoffs aus Lameplüm in den Erdgeschossräumen seines Haus Hörner in Berlin. Auf den Fotografien ist der weiße Stoff an den Wänden von Weitem kaum zu erkennen. Je näher die Kamera kommt, desto deutlicher zeichnen sich die feinen Schattierungen des Kästchenmusters ab. Otti Berger lässt den Stoff unabhängig von den Innenräumen von Haus Hörner inszenieren und fotografieren. Arrangement und Belichtung betonen mehrere Facetten des Stoffs gleichzeitig die faserige Qualität der Garne, die Eigenart des Gewebes, wenn hinterleuchtet und wenn im Auflicht gesehen. Rückseitig vermerkt Berger Namen und Anwendungsort des Gewebes. Im weiteren Jahresverlauf halten Berger und ihr Patentanwalt die Anmeldung des Patentschutzes für die Gewebe aus Lamyplüm weiterhin zurück, denn es laufen Verhandlungen mit der Pallak-AG, einer Schweizer Einrichtungsfirma, die als Nachfolgefirma der einflussreichen Wohnbedarf-AG fungiert. Der Briefwechsel zwischen der Firma und Bergers Patentanwalt überschneidet sich mit einer Nachricht der Königlichen Gesandtschaft Jugoslawiens in Berlin. Dort hatte Otti Berger die Bitte eingereicht, ihren Antrag um Mitgliedschaft in der Reichskammer der Bildenden Künste nachzuverfolgen, den sie bereits Ende 1933 gestellt hatte. Zwei Jahre lang war eine Antwort ausgeblieben. Im September 1935 teilt die Königliche Gesandtschaft Jugoslawien Otti Berger mit, dass ihrem Antrag auf Aufnahme in die Reichskammer der Bildenden Künste bestimmungsgemäß nicht stattgegeben werden könne da sie ausländische Nicht-Arierin sei, was heißt, dass sie Jüdin sei. Dass die Mitgliedschaft verwehrt wird, bedeutet ein Arbeitsverbot. Wenige Tage nachdem diese Nachricht Berger erreicht, schenkt sie ihrem Partner Ludwig Hilbersheimer zu seinem 50. Geburtstag eine große Collage. Sie ist auf einer handgewebten Fläche aus zahlreichen unterschiedlichen Bändchenmaterialien gestaltet darunter auch das Seidenmatte Lameplüm. In einer besonders breiten Variante hat Berger das Material verwendet, um Hilbers Eimers Geburtsdatum darin einzuschneiden. Wenig später ist Otti Berger von Ludwig Hilbers -Eimer schwanger. Auch zu der bevorstehenden Geburt des Kindes wird sie ihm eine Collage schenken, die teilweise auf einem Gewebe aus Lameplüm gestaltet ist. nicht nur die Mitgliedschaft in der Reichskammer der bildenden Künste auch Bergers Aufenthaltsbewilligung in Deutschland muss geregelt sein damit sie als Jugoslawin ihrer Tätigkeit nachgehen kann Hilbersheimer schlägt ihr zwischenzeitlich vor den Begriff Kunsthandwerkerin als Berufsbezeichnung fallen zu lassen und stattdessen Textiltechnikerin zu verwenden damit wäre eine Mitgliedschaft in der Reichskammer der bildenden Künste nicht zwingend und sie könnte weiter ihren Beruf ausüben ein halbes Jahr nach der Mitteilung durch die Königliche Gesandtschaft Jugoslawiens trifft das eigentliche Schreiben des Präsidenten der Reichskammer der Bildenden Künste ein. Bergers Aufnahmeantrag ist offiziell abgelehnt. Nach Prüfung der in ihren persönlichen Eigenschaften begründeten Tatsachen wird die weitere Ausübung des Berufs als Kunsthandwerkerin sowie die Führung dieser Berufsbezeichnung untersagt. Die Rede von den persönlichen Eigenschaften meint, dass Berger Jüdin ist. Die Nachricht stammt vom Mai 1936, zweieinhalb Jahre nach Antragsstellung. Wenige Tage nach Erhalt des Schreibens fragt Berger bei Anwalt Heimann an, ob Patentanmeldungen in England möglich seien. Sie hätte darüber von Mies van der Rohe gehört. Gemeinsam entscheiden sie, die Lame-Plüm-Gewebe sowohl im Deutschen Reich als auch in England zum Patent anzumelden. Beides passiert noch im Juni 1936. Die deutschen Patentprüfer lassen sich mit ihrer negativen Antwort bis Anfang des Jahres 1937 Zeit. Das Reichspatentamt könne auf Basis der vorliegenden Unterlagen kein Patent in Aussicht stellen. Da mehrere Parameter aus anderen deutschen und schweizerischen Patentschriften schon bekannt seien. Lieber Herr Heimann, schreibt Ottiberger ihrem Patentanwalt darauf hin, ich glaube, dass ich auf diese Einwände ganz gut werde erwidern können. Ich werde es versuchen auszuarbeiten. Wenn ich damit fertig bin, sende ich es Ihnen ein. Ich bitte Sie, es dann überprüfen zu wollen. Wir kommen dann mit Herrn Hilbers Eimer und besprechen es. Wir müssen dieses Patent durchbringen. Davon hängt mein künftiges Seelenheil ab. Um schlagkräftig argumentieren zu können, notiert sie sich, Pflanzenfasern, also Rami, Baumwolle oder Flachs, werden mit einem Präparat in Verbindung gebracht, ähnlich wie bei der Papierherstellung. Dieser Brei mit Textilfasern wird in Bandform gepresst. Die Bänder werden dann von mir entweder in dieser Form für Wandstoffe verarbeitet oder sie werden gedrillt und zusammengezwirnt und so für Möbelstoffe und Bodenbeläge verwebt. Die beiden schweizerischen Patente beziehen sich auf die Herstellung des Materials Bänder für Flechtzwecke oder für ganze Flächen. Ich habe aber daraus Gewebe hergestellt. Dadurch, dass das Material längs und quer liegt, also verwebt ist, bekommt es erst eine Haltbarkeit, welche ermöglicht, dass der Stoff als Wandstoff gespannt und nicht aufgeklebt verwendet werden kann. Bisher wurde dieses Material dagegen nur für Flechtzwecke verarbeitet, vornehmlich für Hüte oder in großen Bögen gepresst und als Ersatz für Leder als Kunstleder verarbeitet. Mein Möbelstoff aus gedrehten Bändern hat, wie meine eingereichten Muster Ihnen zeigen, wegen der Doppelbindung eine Reißfestigkeit, die stärker ist als alle bisher hergestellten Stoffe, sodass der Stoff für die Bespannung von Sitzmöbel ohne Gurte verwendet werden kann. Die Verwendung dieses Materials für diese Zwecke ist unbedingt neu. Der Stoff ist außerordentlich hygienisch und abwaschbar und dadurch auch für Krankenhäuser geeignet. Zu Beginn des Jahres 1937 reist Otti Berger erstmals nach England, um ihre Patentsache dort voranzubringen und Kontakte zu möglichen Herstellern aufzubauen. Sie wird dabei von Ise und Walter Gropius unterstützt, bei denen sie auch wohnt. Die englischen Patentanwälte nehmen zunächst eine provisorische Anmeldung des Patents Gewebe Lame Plume vor. Zurück in Berlin kämpft Berger gemeinsam mit ihrem Partner Ludwig Hilberseimer vor dem Deutschen Reichspatentamt weiter um eine Anerkennung der Erfindungshöhe ihrer Gewebe aus Lameplume. Bei einer mündlichen Verhandlung führt Hilberseimer das Wort. Wegen ihrer dummen Ohren, wie es Berger nennen wird, kann sie die Verhandlungen nicht selbst führen. Sie ist fast taub und davon abhängig, in Verhandlungen unterstützt zu werden. Ich bitte Sie, Herrn Hilbers einmal anzurufen und mit ihm eine Zeit vereinbaren zu wollen. Diese Art Sätze tauchen immer wieder in den Briefen an ihren Anwalt auf. Berger selbst konnte wegen ihrer Höreinschränkung keine Anrufe entgegennehmen. Die Verhandlung im Mai verläuft scheinbar günstig. Angesichts der fünf Muster, die Otti Berger und ihr Patentanwalt vorlegen, gesteht der Patentprüfer die Neuheit der Erfindung zu. Er zweifelt aber noch an der Erfindungshöhe. Ludwig Hilbers einmal lässt nicht locker. Er argumentiert, dass es Otti Berger gelungen sei, Gewebe zustande zu bringen, die erstmals jenen ganz neuen Anforderungen genügen, die sich aus neuen Bauformen und Baustoffen ergeben. Textile Lösungen etwa für die Trittschalldämmung und gleichzeitige Temperaturregulierung bei Estrichböden oder für akustische Probleme in Kinos oder die Lärmreduktion in Flugzeugen. Bergers Anwalt sieht nach dieser Verhandlung Aussicht auf Erfolg für ein Patent. Dann gibt es im Reichspatentamt einen Prüferwechsel. Nicht nur bereits bestehende Patentschriften sprächen gegen die Erteilung eines Patents für die Gewebe aus Lameplüm, argumentiert der neue Prüfer, sondern auch ein Buch Weben von Ernst Kallmann. Dort sei die Verwendung von Rami-Fasern für Webzwecke bereits beschrieben. Otti Berger ist bei dieser Verhandlung selbst nicht anwesend. Im Sommer ist sie nach England gezogen und versucht seitdem dort beruflich Fuß zu fassen. Gemeinsam bestreiten Ludwig Hilbersheimer und Patentanwalt Heimann die nächste wichtige Verhandlung im November. Hilbersheimer insistiert darauf, dass mit Bergers Geweben erstmalig und auf überraschende Weise bestimmte webtechnische Aufgaben gelöst seien, wie die Bespannung von Wänden, die Nutzung an Möbelteilen und als teppichartiger Bodenbelag. Der Prüfer entgegnet, dass dafür dann eventuell eine andere Prüfungsstelle zuständig sei, nicht seine Gewebeprüfungsstelle. Er schwächt diese Möglichkeit aber gleich wieder ab. Er hätte in seiner Wohnung einen Handwebstuhl, auf dem er Versuche mit allen möglichen Materialien anstellen könne und auch anstelle, ist es Übereifer des Prüfers, Aberkennung der Leistung einer weiblichen Gestalterin, unterschwelliger Antisemitismus oder schlichtweg formal und technisch gerechtfertigt, so zu entscheiden? Jedenfalls bringt das Ende des Jahres 1937 das Aus der deutschen Patentanmeldung für Bergers Gewebe aus laméplüm ich bedauere ungemein, dass die Anmeldung trotz aller Mühen und Kosten, insbesondere trotz der erfinderischen Errungenschaft, keinen anderen Ausgang findet," schreibt ihr ihr Patentanwalt Hans Heimann im Dezember 1937 nach London. Ein knappes Jahr bevor er als jüdischer Anwalt seine Kanzlei abgeben muss. Die Gewebe aus gedrehtem Laméplüm, deren besondere Reißfestigkeit und Strapazierfähigkeit Berger betonte. Und in einer Prüfungsanstalt in der Schweiz auch prüfen ließ, werden wenige Wochen später in England mit einem Patent versehen.